Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Scum. Neue Aufnahmesession mit neuen Folgen. Er grinst sich hinab. Schade, dass die Selfie-Kamera so wenig Bewegung hat im Charakter, aber ihr seht schon, meine Klamotten sind unheimlich geflickt. Hier sind überall Nähte, hier die ganze Weste ist schon geflickt, wobei die gar nicht mal ganz repariert ist. Also, ja. Wir sind an unserem kleinen See. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann die letzte Folge geendet hat, aber ich glaube, das war... Habe ich das schon sortiert? Ich bin mir echt unsicher. Auf jeden Fall, was ich gemacht habe, ich habe Kisten sortiert, ich habe hier eine Kiste gemacht mit Reparaturwerkzeugkästen und so weiter. Ich habe, wo ist denn der Dreier, den nehme ich mal ganz kurz in die Hand. Ich habe hier so ein bisschen durchsortiert, was wir an Kisten haben. Hier Reifenreparaturset hat anscheinend derzeit keine Funktion angeblich, ist wenn dann auch für Fahrräder gedacht. Wir haben noch diverse Ersatzkanister mit sogar noch Sprit drin, was ich gut finde. Dann habe ich hier eine Kiste mit Autoteilen. Die verschiedenen Reifen und Lichter, die wir mitgenommen haben. Dann habe ich hier so ein bisschen Werkzeuge. Die Weste habe ich mal ausgezogen, weil ich glaube, das sind 24%. Also unter 24% sollte sie nicht fallen. Ansonsten könnte man sie überhaupt nicht mehr reparieren. Was mir jetzt gerade auffällt, wieso habe ich die taktische Weste? Kann man doch zusätzlich anziehen, oder? Ja, wollte gerade sagen. Da sind sogar noch Schraubendreher drin. Die hatte ich irgendwie wegsortiert. Naja, das ist schon mal gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben in der Kiste. Sehr gut. Reparaturset habe ich dabei, falls ich in der Stadt, das erkläre ich gleich warum, hier eine Werkbank finden sollte. Dann könnte ich meine Weste nämlich schon mal vorab reparieren. Ansonsten würde ich mir auch eine Werkbank bauen. Denn wir haben ja Armierungsschneider, haben wir ja zwei Stück. Wir haben auch diverse andere Werkzeuge und so. Was ich außerhalb der Folgen gemacht habe und euch, glaube ich, gar nicht gezeigt habe, ist das Reparieren von Autos. Und das habe ich jetzt schon repariert, was jetzt ein bisschen doof ist. Ich will es euch trotzdem mal zeigen. Den Wagenheber in die Hand, dann den Wagenheber am Auto montieren. Und dann geht er in diese Ansicht, in der praktisch eine Übersicht ist, was defekt ist, was fehlt und so weiter. Blau ist immer fehlen. Rote Teile werden defekt. Ich habe allerdings schon repariert. Ich probiere jetzt mal Folgendes. Ich nehme jetzt mal hier... Kann ich mein Auto nicht treffen? Man kann sein eigenes... Ah, doch, jetzt, gucke. Endlich geht was kaputt. Meine Heckstoßstange habe ich angekratzt. Und dann seht ihr in roten Elementen das, was defekt ist. Also am Anfang, wenn ihr die ganzen Türen montiert und so weiter, als ich den abgeholt habe, war der halt komplett eigentlich defekt. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Pack mal kurz das Beil wieder weg und nehme jetzt hier so eine Reparaturkiste in die Hand und könnte jetzt hier sagen, Stoßstange reparieren. Zack, dann dauert es einen Moment, dann wird das Bauteil wird praktisch wieder farbig oder kriegt keine Markierung mehr. Ihr seht auch, ist ja alles repariert. Ich habe die Lichtmaschine, die war glaube ich zu 100%. Die Batterie ist wieder zu 100% repariert. Die Fahrertür und der Beifahrersitz, die fehlen halt noch. So, wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich es ohne euch gemacht habe und war so ein bisschen, auch die Folge war glaube ich ziemlich lang dann an einem Tag. So, eine Einheit haben wir noch drin. Eine Reparaturkiste habe ich im Auto. Ich habe Ersatzbenzin im Auto. Ich überlege jetzt gerade noch, ich würde mal, warte mal, den lassen wir mal hier. Den da. Dann nehmen wir den in die Hand und ich würde das versuchen hier reinzufüllen. Fülle mit. Was habe ich jetzt gemacht? Wo habe ich es jetzt reingefüllt? Da sind 16 Einheiten und der ist leer. Ja, so ist doch ganz okay. Dann haben wir hier ein bisschen Sprit für zu Hause, für eventuelle Dinge. So, und dann nehmen wir den. Da haben wir den großen Kanister mit 40 Liter Ersatz. Und den könnten wir füllen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas finden würden. Wir haben allerdings im Auto noch diese Stoßstange. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Wir bauen jetzt erstmal, machen hier den Service zu Ende. Packen den Wagenheber wieder brav ein, bevor er verschütt geht. So. Dann... wir können gucken, ob wir die Weste reparieren können in der Stadt. Also jetzt müssen wir aber eine Werkbank finden. Ich packe mal die Weste ins Auto. Ne, wir machen mal die Weste rein, vielleicht nehmen wir sie mit. Schauen wir mal. Dann, wir machen jetzt eine große Kiste, um diese Stoßstange rauszukriegen. Die passt nämlich nicht in die kleinen Kisten. Und da wurde es auch schon mehrfach auch in den Kommentaren geschrieben, ich soll doch größere Kisten bauen. Und zwar direkt diese Metallkisten. Diese Metallkisten sind die größte Truhe, laut meinen Informationen, neben Schränken und so weiter. Und da bauen wir jetzt mal hier eine hin. Die stelle ich jetzt mal hier einfach ganz frech so quer dahin. So, dann brauchen wir jetzt Metallplatten, also diese Bleiplatten. Die brauchen wir eigentlich für Munition, Nägel und Metallteile.
Die können wir jetzt nicht so machen, oder? 23. Ich bin Anfänger in Baufertigkeit. Das ist sehr schade, dass ich jetzt erst aufgestiegen bin, denn jetzt wird die Kiste wahrscheinlich billiger. Aber ey, wir haben eine Anfänger in Baufertigkeit. Jetzt können wir mal was probieren. Habe ich die Werkzeugkiste noch da? Ja. Ob ich die Weste jetzt vielleicht so reparieren kann? Ja, ich kann sie so reparieren. Ohne Werkbank, einfach mit der Werkzeugkiste. Naja, besser als nichts, ne? Können wir direkt unsere Öhörer reparieren. Den Helm habe ich, glaube ich, damals abgelegt, oder? Ich repariere jetzt mal den Helm, weil wir es jetzt können. Und da ist das Werkzeug weg. Okay, jetzt probiere ich aber auch nochmal, ob wir die andere Weste reparieren können. Haben wir noch eine kleine? 50, 50, 41, 36, der hier. Das ist ja... Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir da... Zack. Das in die Hand. Tja, wir brauchen noch nicht mal eine Werkbank, um die Westen zu reparieren. Die geht nur auf 70%, die geht nur auf 70%, weil der Werkzeugkoffer nicht ausreicht. Alles klar. Okay, es geht ohne Werkbank reparieren. Es waren so viele Meinungen. Der eine sagt nein, das. Also es ist rein der Skill, der mich gehindert hat, meine Weste zu reparieren. Schön, dass wir es nochmal belegt haben. Wieso ist das Ding nass? Wieso ist denn die Weste nass? Verstehe ich nicht. Okay, sie ist auf jeden Fall zu 100% repariert und das bedeutet auch, dass wir die auf jeden Fall im nächsten Einsatz wieder mitnehmen können. So die Frage, mit der bin ich wahrscheinlich leichter unterwegs, ne? Vom Gewicht her ist das wahrscheinlich besser. Wo habe ich denn Waffen? Hatte ich das hier? Ah, hier unten. Jetzt halt die Frage, ziehen wir die an oder ziehen wir die große an? Ich ziehe die hier an. Wir machen so. Die können wir dann noch verkaufen, wenn wir die jetzt repariert haben. Guck mal, wir haben auch noch eine Säge, da ist noch eine drin. Ja, cool. Dann brauche ich auch das Reparaturkit nicht mitschleppen. Das macht keinen Sinn. Ich wollte nämlich in der Stadt mich dann gegebenenfalls reparieren. Warum will ich nochmal in die Stadt? A, weil ich es kann. B, also wir machen erstmal die Kiste fertig. Jetzt habe ich vor lauter Aufregung hier alles vergessen, was ich machen wollte. Wo ist denn, wo sind denn die Bleiplatten drin? Da haben wir 3 Stück. Dann müssten wir aus der Kiste, wie brauchen wir da? 10-mal Metall, 7 Nägel. 9, das ist das kleinste, oder? Aber wir können auch Bolzen nehmen, oder? Ging das nicht auch mit Bolzen? Ich meine, es ging auch mit Bolzen. Und 10 Metallschrott. Jetzt haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, und er will explizit Nägel haben. Explizite Nägel. Okay, dann gibt es halt keine Bolzen. Haben wir noch einzelne Nägel irgendwo? So halb zerstörte. Da haben wir einen. Nee, anscheinend nicht mehr. So, Nails. Hier sind 9 drin. Nehmen wir die. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, da haben wir die Metallkiste und jetzt müssten wir hier eigentlich hin und her sortieren können. Jetzt machen wir hier mal auf. Und müssten die Stoßstange da reinziehen können. Wie viel Platz ist jetzt hier noch so in der Kiste? Boah, sind die riesig. Ist ja der Hammer. Cool. Ja, nice. Jetzt haben wir nicht die Stoßstange aus dem Fahrzeug raus. Das ist schon mal sehr gut. Wenn ich noch Bleiplatten finde, beziehungsweise wenn ich dann die Schränke später habe, dann nutze ich die Kisten und packe die auf jeden Fall ins Fahrzeug, ne? Weil hier können wir dann auf jeden Fall mehr mit transportieren, wenn wir hier noch Kisten drin haben. Wir lassen es jetzt erstmal so, das wird uns für die Tour reichen. Warum will ich überhaupt in die Stadt? Weil ich erstmal die Hoffnung habe, dass wir noch ein Fahrzeug finden, beziehungsweise eine Fahrradtür. Dass ich jetzt die da genau finde in der Stadt, halte ich erstmal für recht ungewöhnlich. Aber ich hätte gern auch eine Motorsäge, damit wir nämlich unser Basenbauprojekt hier
mal angehen können. Und was zu essen bräuchte ich mal noch. Oieiei, die Karre ist aber auch... An die Bremsen muss ich mich erstmal gewöhnen. So, ich würde sagen, wir lassen die Karre hier am Ortseingang stehen, oder? So. Lassen wir mal stehen. Wir können ihn ja immer noch holen, wenn wir was gefunden haben, was wir transportieren müssen. Ich hätte gerne auf jeden Fall gerne noch einen Golf. Ich finde diese Zweier Golf oder was das da, oder Einser, was das sein soll. Eher ein Zweier, ne? Finde ich irgendwie schicker. Ja, Metall, puh. Nehmen wir mal mit. Das ist das Kurbelradio. Aber die stacken noch auch, oder? Ja. Was sagen. Nein. So, hier gibt es auch was zu essen, oder? Hier hat man doch uns in einer der ersten Folgen, nein, eine der ersten, aber relativ am Anfang haben wir uns doch hier Gurken besorgt, wenn ich das noch richtig weiß. Und die sind auch wieder gewachsen. Problem ist jetzt, dass wir die ganze Zeit schiffen müssen, das ist auch nicht so gut. Irgendwo läuft hier ein Zombie. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Doch, da. Da vorne läuft er. So, Kettensäge. Kettensäge. Und wir müssen... Warte mal, hier waren doch Fruchtbäume. Kennt ihr nicht diese Fruchtbäume? Ja, nice. Essen. Und den nehmen wir mit. Ein bisschen Obst zum Frühstück ist auch gut, oder? Apple a day keeps the doctor away oder sowas. Eine Birne nehmen wir, aber jetzt ziehen wir uns direkt rein, ein bisschen Vitamine. Jetzt fangen hier nicht an zu regnen, wir hatten so schön blauen Himmel, ideale Aufnahmebedingungen, jetzt fängt man hier bitte nicht an zu regnen. Okay. Ja, super, haben wir ein bisschen was zu futtern dabei. So, unser primäres Ziel sind ja Garagen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, vorne bei der Polizei waren ja noch mehrere, ne? Auf der linken Seite. Und hinterm Supermarkt, oder? Boah, wir waren schon länger nicht mehr hier. Direkt Amnesie. Irgendwo knurrt es hier links von mir. Da ist noch eine Garage. Bin mir auch unsicher, wo wir die erste Kettensäge gefunden haben, die wir dann haben liegen lassen. Aber ich meine, so viele Dinge, die man am Anfang nicht weiß. Ja, okay, noch ein Armierungsschneider. Am Anfang brauchst du einen, jetzt findest du alle. Und den Generator, kriegen wir den mit? Können wir zur Not verkaufen, reparieren und verkaufen. Klar finden wir noch einen Armierungsschneider, warum auch nicht? Ich will jetzt eigentlich nur eine Kettensäge, um ein bisschen leichter Holz zu hacken. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das Ganze so smart ist, weil wir sind ja direkt mit unserer Basis in der Nähe von diesem Militärlager, was sich also hinter unserer Basis befindet, wo wir schon durchgegangen sind. Und wenn wir da die Kettensäge aktivieren... Was ist denn hier los? Heute ist Loot-Tag oder wie? Hier Kakaopulver, Äppelche. Cool. Was haben wir da noch? Essig. Braucht man Essig? Was macht Essig? Untersuchen. Oh, Aroma. Fermentierung. Ah, Fermentierung. Interessant. Okay.
Ah, sehr geil. Dann können wir auch gerade mal. Stackt er das automatisch? Wurde das jetzt hingepackt? Hat das jetzt hier auf den Stapel gehauen oder nicht? Doch, sieht so aus. Können wir direkt mal einzahlen. Wahrscheinlich finden wir jetzt noch eine Batterie, ja. Ich sehe es kommen. Ich zahle mal kurz ein. Dann haben wir das Bargeld wenigstens los. So, mein super geheimer PIN. 6, 8, 7. Karte auswerfen. Vielen Dank. Haben wir sie wieder dabei? Hat er sie wieder eingesteckt? Muss man immer aufpassen, ne? Da hat er sie. Sehr gut. Jetzt haben wir alles unnützen Kram dabei. Wobei, es bringt uns alles Geld. Ne? Wir sollten dann auch am Ende mal, wenn ich die Basis aufgebaut habe und wir da ein bisschen rumreisen, sollten wir beim Händler auch mal den überflüssigen Kram verkaufen. Dann können wir sowas wie einen Generator und Co. können wir dann verkaufen. Den Metallschrott habe ich eigentlich genügend zu Hause. Ein Stift. Ein Feuerzeug. Ist alles ganz nett, aber das will ich jetzt alles erstmal hier lassen. Wisst ihr noch, wo hier eine Werkstatt ist? Warte mal, hinter den Supermarkt. Hatte ich jetzt fast vergessen. Ich werde auch immer wieder gefragt in den Folgen, wie meine Servereinstellungen sind. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich weiß es nämlich. Ich hätte was gehört. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Also wir haben so viel verstellt mittlerweile, gerade auch die Geschichte mit dem Auto, ein Auto zu finden. Das sind ja im Standard sind es irgendwie, ich lege mal das Klebeband raus. Im Standard sind es glaube ich 50 Autos auf der gesamten Map. Munition brauchen wir nicht, die 22er zumindest nicht. Oh, gute Pfeile, haben wir die nicht schon mal? Nein? Oh, muss pinkeln. Warten Sie. Ja, ganz ruhig. Bitte noch nicht in die Hose machen. Da. So, vielen Dank. Ich bin ja soweit. Jetzt kannst du. Wo war ich jetzt gerade? Da habe ich den Faden verloren. Genau, Servereinstellung. Ich weiß es nicht. Also was auf jeden Fall verstellt ist, ist, dass Essen ein bisschen langsamer vergammelt. Wir hatten Tag- und Nachtzeit verkürzt. Was haben wir noch gemacht? Loot auf dreifach finde ich mittlerweile ein bisschen zu viel. Also klar, du findest jetzt nicht nur krassen Kram. Du findest aber einfach insgesamt mehr, was ja dazu führt, dass du auch wieder guten Kram finden kannst. Ist das eine Werkstatt gewesen? Nee, ist eine Baracke, aber dahinter ist eine Werkstatt. Moment, wir müssen jetzt erstmal die Garagen fertig machen. Dass der hier das Bläschen gedrückt hat. Hat mich jetzt irgendwie abgelenkt. Ja, und ich würde jetzt, Stand jetzt, würde ich auf jeden Fall eher Richtung Vanilla-Einstellung gehen. Also, dass man das volle Erlebnis nochmal hat, weil du wolltest mich trollen, oder? Wenn da jetzt noch ein Motor drin gewesen wäre. Ein Kofferradio. Zumindest würde ich so spielen, dass man halt den Loot auf zweifach macht oder sowas. Dass es schon eher was ist. Dass man den Loot Respawn nicht einstellen kann, finde ich persönlich sehr schade. Guck mal, wir kriegen sogar einen Gaskocher rein. Ich bin mir unsicher, was ich zu Hause habe. Noch ein Rucksack. Boah, ist alles Geld wert, ne? Soll ich mit dem Auto doch ranfahren? Ein Messer. Ich wollte ja eigentlich nur eine Kettensäge holen. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch einen Reifen. Werden wir uns ärgern, wenn wir dann das Auto dazu finden? Eine kleine Nadel, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Nadel kann man immer gebrauchen. Auch wenn wir sie leicht herstellen können. Schrotzen, Munition ist alles Geld, ne? Apropos Geld, wo habe ich jetzt eigentlich die Pfeile hin, ich Vollprofi? Warte mal, zwei Pfeile haben wir hier noch. Weißt du, dann lasse ich die hier, ziehe die da. Ach, das sind Armbrustbolzen.
Eine Rohrzange. Klicke ich mal an. Oh ja, das sollte ich jetzt aber nicht liegen lassen. Können wir den nehmen? Messer? Können wir nicht. Dann machen wir es da rein. Herr Hackebeil, die sind, glaube ich, auch richtig Geld wert, ne? Wenn die irgendwie durchgeschliffen sind. Meine ich. Wenn ich die schärfe, gibt es, glaube ich, richtig Kohle. Essen. Oh, das ist eins zu hoch. Aber blöd. So. Den Reifen klemmen wir uns gleich unter den Arm. Und hier waren noch im Schrank noch Pfeile, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die hat mir eben nicht eingesteckt, als er hier schiffen musste. Ja, wo waren denn die Pfeile? Waren die hier? War das doch eins weiter? Nein. Da. So, also sind zwar anscheinend andere. Sind doch genau die gleichen. Ach, die, weil ich sie wahrscheinlich nicht aus dem Container rausgeholt hatte, oder? Ja. Das war das Thema. Okay, vielen Dank. So, Benzinkanister. Was ist da drin? 0,79, der ist fast leer. Ich würde jetzt den Reifen mal mitnehmen. Wir machen jetzt erst nochmal hier auf. Und was ist denn das? Eine Bedroll. Da hat auch mal jemand was geschrieben, die sind auch unheimlich Geld wert anscheinend. Die hat man schon mal in einem Militärlager gesehen. Wo haben wir denn Bolzen? 70, 79. Achso. So. Ein Raked Hoodie. Das können wir bestimmt gebrauchen, wenn es ins Kalte geht. 22er. Ein Dosenöffner. Brauchen wir nicht wirklich. Geht ja mit dem Messer auch. Ist ja kein Daisy hier. Nochmal Bolzen. Okay. Gut, dann nehme ich jetzt den Reifen mit ans Auto. Und dann fahre ich doch mit der Karre rein. Oder Zombies attackieren noch nicht mein Auto, wenn ich das richtig weiß. Die gehen ja, wenn dann, auf mich. Also außer ich sitze im Auto, dann würden sie wahrscheinlich auch Richtung Auto schlagen. Von daher holen wir jetzt die Karre. Da vorne steht sie schon. Zum Glück steht sie noch da. Dann fahren wir nämlich kurz hier durchs Dorf durch und klappern die Geraden auch bei der Polizei ab. Bei der Polizei wird es natürlich interessant, ne? Wenn wir da vorbeifahren und da ist ein Sprenger in B0. Boah, ganz da drüben. Das könnte ich zeitlich schaffen, aber das ist mir doch ein Zacken zu weit, um jetzt mal eben loszureisen. Ja, das ist auch so ein Problem. Ich habe jetzt im Nachgang ärgere ich mich, dass ich auf dem Surfer angefangen habe zu spielen. Denn auf dem Surfer geht der Airdrop halt irgendwo runter, damit halt jeder Spieler oder Spielerin hier die Chance hat, ranzukommen. Im Singleplayer wird er in dem Sektor spawnen oder runterkommen, in dem ich mich befinde. Jetzt habe ich smarterweise gedacht, ich könnte einfach mal das Savegame vom Surfer auf Singleplayer kopieren. Geht nicht, weil die Struktur anders ist. Also es ist einfach nicht gut. So, jetzt ist die Frage, packen wir die Sachen hier rein oder machen wir so einen Rucksack? Ich würde sagen, wir machen so einen Rucksack, oder? Jo. Der passt doch bestimmt gut hier rein. Ne, warte mal, wir lassen den hier unten, dann wissen wir nämlich, dass der Rucksack da reinpasst. Passt der in den Rucksack? Jo, geht. Essen würde ich mal vielleicht hier so hinmachen. Da müssen wir auch nochmal gucken, dass wir ein bisschen was looten, ne? Was ist das überhaupt? Kakaopulver? Kann man das so essen? Kann man wahrscheinlich schon, aber will man das so essen? Ist die Frage, ne? So, dann haben wir noch einen Gaskocher, ein paar Bolzen, Munition, einen Schraubenschlüssel und das war's auch schon wieder. Mhm, hat er gut gemacht. So, jetzt haben wir's.
oben scrollen. Zack. So. Oh Gott, Ego-Perspektive fahren. Habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, ich hätte gerne Fahrradtür. Habe ich das schon erzählt? Boah, das ist ja... Das ist ja wie VR. Erstmal so eine schöne Schar Zombies hinter mir hergezogen. Ah, die Ego-Perspektive ist aber schon trippy. Hören wir was lachen? Ist auf jeden Fall was drin, ja. Ich glaube, ich gehe mal lieber auf die Third Person. Es scheint aber kein Sprenger drin zu sein, sonst hätte man schon kichern gehört. Okay, wir gehen einfach mal in die Garage. Ich wollte jetzt heute nicht in die Polizeistation. Komm, gib mir eine Motorsäge. Oh, Angelschnur. Nehmen wir. Batterien? Nein. Brotmesser brauchen wir auch nicht. Ja, Bolzen. Also, ja, ja. Die sollen doch ganz gut sein, ne? Beim Voucher sehe ich immer, der packt immer ein. Die Zangen braucht man. Kann man auch den Kicherzombie, glaube ich, mit entschärfen, wenn ich das richtig weiß. Aber da musst du dann auch wirklich Skill haben, den ich nicht habe. Was denn das? Oh. Lichter für mein Auto. Oh, da schlägt ein Schraubendreher, den nehmen wir natürlich mit. Ja, das ist halt auch so ein Thema, was mich stört an dem Spiel. Aber klar, ich weiß, dass das Spiel anders ausgelegt ist, dass der Loot-Respawn halt so hoch... Oh! Große Kisten incoming. Dass der Loot-Respawn halt so hoch ist. Also jetzt ist er, glaube ich, auf 10 Tage oder 10 Stunden oder... Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hoch. Also ist jetzt so niedrig gesetzt, wie es nur möglich ist. Aber es ist natürlich auch eigentlich ein Multiplayer-Spiel, kein Singleplayer-Spiel. Forest Green Paint. Können wir doch was anstreichen. Nice. Hm? So. Ne, da. Und nochmal Bolzen. So, letzte Chance. Wo ist ein Papi seine Motorsäge? Aber es hat jemand gesagt, das wäre nur in den Garagen, nicht in den Garagen, sondern eher in den 82, jo. Eher in den Werkstätten, ne, eine Motorsäge. Oh, warte mal. Ist ja nochmal Bleiplatten. Ist ja geil. Dann können wir richtig viele Kisten machen, das ist natürlich nice. Und noch ein Dietrich. So ein paar Tütchen Paprikasamen. Ja, ist alles sehr, sehr schön. Tja. Da ist er. In den Unterleib, wie unangenehm. Wo ist er denn? Jetzt will er da raus aus seiner Tür. Das schafft er auch relativ leicht. Okay. Der geht echt durch die Tür anstatt durchs Fenster, ne? Okay. Oh. Wartet die Einzigen da drin? Okay. Jetzt mal kurz reinschnuppern, oder? Nur mal kurz.
Katana raus. Das ist ja kein Katana. Ich weiß, dass es kein Katana ist. Aber ich nenne es trotzdem Katana. Guck mal, wenn er schon aus dem Sicherheitsbereich hier raus... Oh, da oben ist auch noch eine Kiste. Nur mal kurz, oder? Nur mal ganz kurz. Nicht, dass wir das Ding schon dreimal gelootet hätten. Buckshot. Nehmen wir. Ein Huntermesser. Da habe ich mir auch überlegt, wir haben doch hier diese schicke, den schicken Halter, oder? Geht das da nicht? Jo, geht. Haben wir ein Messer an der Seite. Okay, eine, oder? Die unten. Nur mal kurz. Unnötig. C1, ja, da können wir ausbluten, das ist nicht so schlimm. So. Der kam doch aus der Garage, wo ich gerade drin war. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Die spawnen einfach random daneben, weil ich gerade einen Tresor will. Die wissen genau. Schweine, ich mach's hier zu. Hier zu. So, jetzt aber. Darf ich jetzt mal ein Schloss knacken? Vielen Dank. So, starten Leertaste. Maus bewegen Dietrich, F Schraubendreher bewegen. F. Naja, wir haben es geknackt, wir nehmen es mit. Na? Nee. Okay, das war nix. Nochmal. Wieder reinkommen. Haben wir schon zu Hause. Nehmen wir aber alles mit. Nee, nicht gefunden. Komm her. Hier. Hier. So. Was? Ein Wallmagazin und noch eine Block. Na gut. Last but not least. Noch eine Weste, da habe ich schon zwei. Gut, wir können sie verkaufen, ne? Ach, hör doch auf. Zieh jetzt die an. Und die kommt da rein. Gut. So, haben wir alle, oder? Jo. Passt. Ja, ich glaube, dass es in der Polizei halt immer nur so normale Waffen gibt und so weiter. Und da haben wir wirklich mehr als genügend zu Hause. So. Da, ich dachte schon. So. Handschuhe können wir wieder anziehen. Aha. Schrott, Bolzen, 10. Ah, es war ein 10er-Stack, alles klar. Ja gut, hier würde man bestimmt noch Platz kriegen, wenn man das hier ein bisschen Tetris-mäßig hin und her schieben würde, aber ist mir jetzt wurscht. Wir packen jetzt den Rucksack wieder ins Auto. Und die Weste
Packen wir auch rein, passt schon. Ja, Kettensäge. Wir hatten die, aber meins auch so aus der Garage. Bin mir unsicher. Na, ich habe noch erst frisch repariert. Ich habe noch frisch repariert. Okay. Sägentechnisch war das jetzt nicht so der Riesenerfolg. Wir fahren jetzt noch einmal unten lang. An der Stelle, wo die, wo wir das erste Auto gesehen hatten. Es müsste... Ich meine, es war hier. Hier in der Halle können wir nochmal gucken. Nee. Nee. Nicht sonderlich erfolgreich. Gucken wir hier nochmal kurz rein. Aber ich glaube, die hatten auch noch Mist hier drin. Gummibänder. Stacheldraht brauchen wir auch nicht. Metallrohre, jo. Auch irgendwie nicht wirklich. Streichhölzer kann ich irgendwann mal einpacken, wenn ich wirklich einen Mangel haben sollte. Oh, eine Axt können wir brauchen. Wisst ihr was? Wir fangen an in der nächsten Folge. Zur nächsten Folge haue ich mit der Axt ein bisschen Bäume um, damit wir eine kleine Grundlage haben, um die Basis da anzufangen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass mein Glück hier noch anhält, dass ich in der kleinen Stadt eine Kettensäge finden werde. Warte mal, das ist aber eine Werkstatt, oder? Moment, ich gucke nochmal ganz kurz. Oder war das hier nicht? Da war das ein normales Haus. Warte mal kurz. Was war das? Shift F, ne? Nochmal ganz kurz reinschnuppern. Ein Hemd. Naja, Schraubendreher. Und ein Shirt haben wir selber. Tja, leider nein, leider gar nicht. Ja, wir haben sie damals, ich habe sie halt nicht für wichtig empfunden, ne? Oh, fast den Dings gerammt. Na nun gut. Schade. Gut, ich werde ein bisschen Holz hacken bis zur nächsten Folge. So, dass wir ein bisschen was anfangen können zu bauen. Ich will jetzt erstmal so ein paar Foundations setzen. Und da können wir dann später noch ein Groß bauen. Mir ist halt erstmal wichtig, dass wir... Also mein primäres Ziel war eigentlich eine Werkbank zu bauen, damit wir unsere Weste reparieren können. Jetzt haben wir ja gemerkt, das brauchen wir gar nicht. Wir können es jetzt auch so reparieren. Von daher... Aber so ein bisschen Base-Building haben wir noch nicht gemacht und wir sollten mal die Grundlagen legen. Ich hack ein bisschen Holz. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal so ein bisschen was basteln. Goodie. Dann bis zur nächsten Folge. Bis Sonntag. Bis morgen müsste das sein. Heute müsste eine Samstagsfolge sein, wenn ich mich nicht täusche. Also, bis dahin. Bis morgen. Ciao.